Freut mich sehr, dass so viele heute gekommen sind. Ich werde ganz kurz was zum Ablauf sagen. Und zwar haben wir verschiedene Zoom-Videos erhalten mit Grußbotschaften aus den verschiedensten Ländern, die wir euch erstmal zur Motivation zeigen werden. Und danach wird es weitergehen, dass zwei Genossinnen von uns aus dem Berliner Frauenstreikkomitee ein Input geben werden zum Thema politischer Streik. Wir werden heute darüber diskutieren, wie wir den politischen Streik in Deutschland wieder als Thema auf den Tisch bringen können, wie wir am 8. März streiken können und was es dabei aber auch momentan noch für rechtliche Regelungen gibt. Vielleicht nochmal kurz dazu, also niemand von uns ist Juristin, aber wir geben einen kleinen Input darüber, wie die aktuelle Situation in Deutschland ist. Und dann haben wir auch noch eine streikende Physiotherapeutin hier, Susanne von der Charité. Sie wird uns vom aktuellen Streik vom Physiotherapie- und Präventionszentrum der Charité berichten. Und anschließend haben wir noch Mina Kami hier. Sie wird uns von den aktuellen Streiks im Iran erzählen, im HVP und von den Lehrerinnen. So, und dann seid ihr natürlich nicht nur hier, um mit uns zu diskutieren und um eure Fragen zu stellen, sondern ihr sollt auch mitentscheiden, wie es beim Frauenstreik weitergehen soll. Und wir haben eine Resolution vorbereitet, über die wir nachher abstimmen werden. Davor wird es noch Diskussionen geben. Wir können auch Änderungen dann noch aufnehmen und dann stimmen wir ab, ob wir die so als Ergebnis, als Resolution dieser Versammlung heute verabschieden möchten. Genau. Am Ende der Streikversammlung gibt es noch ein kleines Get-Together da draußen, wo ihr euch noch was zu trinken holen könnt und wo ihr euch auch in den Verteiler eintragen könnt, damit ihr weiterhin informiert bleibt über den Frauenstreik. Genau, ich habe gerade vergessen, braucht jemand eine Übersetzung? English translation for anyone here? Or Spanish? Ja, genau. Könnte jemand oder mehrere eine spanische Übersetzung machen? Flüsterübersetzung? Hier einmal, genau, zweimal, genau, vielleicht ist es okay, wenn die da hinten schlafen, dann könnt ihr euch auch, no, que das sea, ja, es war Cecilia puede hacer la traducción en español, y Caro también. Sí. Okay. Dankeschön. Sonst braucht noch jemand Übersetzung, Spanisch, Englisch? Hello, you hear my voice from Iran, a country which is going through a special situation right now. The neoliberal policies of the government, corruptions and misogynist laws have caused a yet increasing poverty across the country. For a long time, the news of strikes in factories, hospitals and schools being heard from different cities. During the recent 1 year and after the uprising in January, this movement against government tyranny goes on even stronger. The outstanding presence of women in these uprisings and strikes, from Haftape sugarcane factory to the teachers' strike in last month, shows the self-awareness of women despite all the discriminations. On November 13th and 14th, the teachers will go on a strike for the second time, and as the previous one, high presence of women is expected in it. We are aware that freedom of women and workers go hand in hand, and while expressing our solidarity with the International Women's Strike, we ask all comrades to stand in solidarity with the women in Iran. Soy Lenia de la Coordinadora Popular 8 de Marzo, desde Perú. Les envío un saludo fraterno a las compañeras en Alemania. En estos tiempos donde la violencia estructural, sistémica, nos golpea aún más, creo necesario que la lucha contra el capitalismo sea asumida por nosotras las mujeres,
ya que por nuestra condición somos doblemente explotadas. Y es indispensable, asimismo, unificar fuerzas y crear lazos de lucha entre nosotras, desde todos los rincones del mundo. Rumbo al 8 de marzo, pienso que es importante desenmascarar el modelo neoliberal que nos sigue oprimiendo. Fuerza, compañeras, abajo el capitalismo, abajo el imperialismo, defendamos a la mujer obrera. Fellow feminists, I'm Regine from Middle East, and I want to repeat this concern with you. International Women's Strike is a big concept. It's beyond borders. But unfortunately, sometimes borders do limit us. There are some women that they might never have the chance of participating in such meetings or in women's strike. I want to drag your attention to immigrants. To some women that their tradition, religion, or political situation of their country was stronger than their voice. They need to be respected. They need to know their options. But most importantly, they need to be heard. They need to feel if they want to live the life of their choice, they will be helped without judgment. And if there is anything about their life that they want to change or explore any aspect that they couldn't do before, they will be supported. Thank you. Ja, wir danken den Genossinnen aus Peru und dem Iran, dass sie uns diese Soli-Videos zugesendet haben. Und jetzt möchte ich euch Johanna Lauber vorstellen. Sie ist seit Oktober aktiv in der AG Betriebliche Kämpfe von unserem Berliner Frauenstreikkomitee. Und sie ist über den Bildungsstreik 2009 aktives Mitglied bei der GEW geworden und hat ihren Master an der Global Labour University gemacht. Aktuell forscht sie zu Erfahrungen von Kooperation, von Gewerkschaften und sozialen Bewegungen in den europäischen Sozialforen. Und sie wird uns jetzt über die rechtliche Situation eines politischen Streiks in Deutschland aufklären. Hallo Johanna. Genau, auch ich bin keine Juristin und ich kann euch jetzt keine Detailfragen wahrscheinlich beantworten, aber ich möchte versuchen, einen kleinen Überblick zu geben über den politischen Streik in Deutschland und was es mit dem Frauenstreik zu tun hat. Viele von euch haben inzwischen bestimmt schon von dem Frauenstreik 1994 am 8. März gehört. Bei der letzten Versammlung hier hat Gisela Notz, die damals selber dabei war, als 1 Million Frauen sich beteiligt haben und dem Aufruf gefolgt sind, ausführlich von diesem Streik berichtet. Bei dem Aufruf zu diesem Streik 1994 hieß es: Jetzt ist Schluss, uns reicht's. Wir kündigen den patriarchalen Konsens auf und beginnen mit einem wahren Streik. Aber was bedeutet das eigentlich, streiken gegen den patriarchalen Konsens? Gegen wen streikt man denn dann? Streikt man gegen alle Männer? Streikt man gegen Cis-Männer? Streikt man gegen Männer, die Macht haben? Streikt man gegen Frauen, die Macht haben? Gegen Politiker, Politikerinnen? Die andere Frage, die damals auch diskutiert wurde, war, können nur Frauen streiken, die wirklich Lohnarbeit machen, also ganz traditionell dann ihren Betrieb, ihr Büro bestreiken? Oder ist es vielleicht sogar wichtiger, dass der Streik außerhalb dieser traditionellen Form geführt wird, in der Haushaltsarbeit zu Hause, die ja oft auch als zweite Schicht bezeichnet wird und die nach wie vor ganz überwiegend von Frauen gemacht wird? Und damals war der Konsens bei Letzterem ziemlich klar, es muss um beide Bereiche gehen. Also der Begriff der Arbeit wurde erweitert und damit wurde auch der Begriff des Streiks erweitert. Es war klar, dass der Frauenstreik, und das ist auch beim Frauenstreik 2019 so, sich auf die Verweigerung der gesamten Arbeit richtet. Auf die Verweigerung der Arbeit in der Fabrik, in Büros, Callcentern, Unis, Schulen, Krankenhäusern, aber genauso im Haushalt, sogar im Ehrenamt, in der Familie, in der Sorgearbeit, die nicht bezahlt werden. Schon 1994 war bei dem Aufruf allerdings keine Einigkeit darüber, ob man zum Streik aufrufen sollte. Und besonders auch Gewerkschaftsmitglieder hatten da durchaus unterschiedliche Meinungen und Positionen zu, ob man zu einem Streik aufrufen soll am 8. März, zu einem Frauenstreik. Aber warum sollten Gewerkschaften nicht zu einem Streik aufrufen? Das ist erstmal irgendwie, zumindest ich finde das immer wieder seltsam, weil es ist irgendwie ihr ureigenstes Mittel, es ist das, woraus sie ihre Macht beziehen. Und gerade wenn Gewerkschaften auch in der Krise sind, Mitglieder verlieren, nicht mehr wirklich
in der öffentlichen Wahrnehmung sind, könnte man ja meinen, sollten sie doch jeden Streik unterstützen, der sich irgendwo ergibt. Um das nachvollziehen zu können, warum es da aber unterschiedliche Positionen in den Gewerkschaften gibt, besonders in Deutschland, ist es wichtig, dass es einen Unterschied gemacht wird zwischen Arbeitskampf und zwischen Arbeitskampf für wirtschaftliche Interessen und zwischen Entschuldigung? Oh, sorry, ja, ich habe es total vergessen. Danke. Soll ich dir eine kurze Pause geben oder einfach ab jetzt langsamer? Okay, Entschuldigung. Genau. Also es wird diese Unterscheidung gemacht zwischen einem Arbeitskampf und einem politischen Kampf. Im Arbeitskampf ist der Streik, also die kollektive Verweigerung von Arbeit, heutzutage eigentlich weitestgehend akzeptiert. Es ist ein Menschenrecht tatsächlich. Und ja, es ist anerkannt, dass nur so Menschen, die von Lohn abhängig sind, eine Möglichkeit haben, Druck auf ihren sogenannten Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin auszuüben, die in der Regel, oder nicht in der Regel, die immer sehr viel mehr Macht, sozial und wirtschaftlich haben, als die Menschen, die für sie arbeiten. Das war aber nicht immer so, dass es anerkannt ist. Und Arbeiter und Arbeiterinnen, als sie angefangen haben, sich zu organisieren und zu streiken, wurde beides verboten und verfolgt und oft mit brutaler Gewalt unterdrückt. Das hat sie aber nicht davon abgehalten, das weiterzumachen. Und als vor 100 Jahren in Russland, unter anderem durch Streiks von Frauen, eine Revolution und das Ende des Ersten Weltkriegs ausgelöst wurden, mussten die Herrschenden einen Kompromiss machen. Und seither ist in den meisten Ländern gewerkschaftliche Organisation und auch Streiken legal. Es wurde sogar eine Organisation gegründet, eine internationale Arbeitsorganisation, die das überwachen soll, dass diese Rechte in allen Ländern eingehalten werden. Deutschland ist Mitgliedsland von dieser internationalen Arbeitsorganisation, aber es ist nicht gerade ein Musterland, was Streikrecht angeht. Im Gegenteil ist das Streikrecht ziemlich rückständig in Deutschland. Es gibt im Grundgesetz, im Artikel 9 Absatz 3, das Recht auf Koalitionsfreiheit und alle weiteren Regelungen in Deutschland, die Streik betreffen oder die allermeisten, beruhen darauf, dass Richter Entscheidungen gefällt haben. Und eine so eine Entscheidung, eine richterliche Entscheidung, betraf eben auch den politischen Streik. Und das war in den 50er Jahren. Da sollte in der Bundesrepublik Deutschland ein Betriebsverfassungsgesetz verabschiedet werden, das also Möglichkeiten von Mitbestimmung im Betrieb regeln sollte. Und weil das Gesetz, das am Ende vorgeschlagen wurde, wesentlich schlechter war als das, was am Anfang zur Diskussion stand und was auch die Gewerkschaften gefordert haben, rief damals die Gewerkschaft für Druck und Papier, die jetzt ein Teil von Verdi ist, zu einem zweitägigen Zeitungsstreik auf. Und in diesen zwei Tagen ist dann wirklich bundesweit so gut wie keine Zeitung erschienen. Und als Reaktion darauf hat dann das Bundesarbeitsgericht in Person seines Präsidenten Nipperdey, der auch schon unter Hitler tätig war, das Urteil gefällt, dass ein Arbeitgeber bei der Ausübung seines Gewerbes nicht durch einen politischen Streik behindert werden darf. Passiert das doch, dann kann er gegenüber der Gewerkschaft gerichterlich einen Schadensersatzanspruch geltend machen. Also in dem konkreten Beispiel eben der Einkommensverlust, oder nicht Einkommens, der Gewinnverlust, der Eigentümer der Zeitung, der dadurch entstanden ist, dass zwei Tage keine Zeitungen entstanden und verkauft werden konnten, soll dann von der Gewerkschaft ersetzt werden. Das ist also streng genommen noch nicht mal ein Verbot, sondern nur eine ziemlich unschöne Hürde. In der Praxis hat es aber dazu geführt, dass es wie ein Verbot behandelt wurde und ja zu einer gewissen Tabuisierung von politischem Streik in Deutschland geführt hat. Also um vielleicht das nochmal klar zu machen, also von Streiks, die sich nicht nur direkt an den sogenannten Arbeitgeber wenden und wo es nicht nur um wirtschaftliche Interessen der Lohnabhängigen geht, sondern wo es um mehr geht. Und so ein Streik wäre ja oder ist
der Frauenstreik oder ein Streik gegen den patriarchalen Konsens. Wo dabei jetzt aber genau die Grenze verläuft, also wann ein Streik legitim ist und sich an den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin wenden darf und es legitime Forderungen sind und wann ein Streik irgendwie zu politisch wird und sich an zu viele richtet und zu diffus wird, das ist nirgends fixiert und da gab es auch nie ein allgemeingültiges Urteil dazu oder so. Und das macht ja auch Sinn, weil wie will man diese Trennung machen? Diese Trennung ist ja selbst was ausdiskutiert werden müsste oder was letzten Endes was ausgehandelt werden müsste und was man nicht fixieren kann, was sich auch immer ändern kann, wie man das definiert. Wann ist es politisch, wann ist es wirtschaftlich? Unabhängig, was man von dieser Rechtsprechung jetzt durch diesen ehemaligen Nazi-Richter hält, ist es aber wie gesagt auch einfach so, dass Streiken ein Menschenrecht ist. Und Deutschland wurde auch schon mehrfach für seine Rechtsprechung in Bezug auf politischen Streik gerügt. Zum Beispiel hat ein Sachverständigenausschuss der Internationalen Arbeitsorganisation festgestellt, dass das faktische Verbot des politischen Streiks in Deutschland völkerrechtswidrig ist. Jetzt ist es aber auch so, dass soziale Rechte, selbst wenn sie gewährt werden, eben gegen die Interessen von den Inhabern wirtschaftlicher und sozialer Macht gehen und diese ihre Macht immer nutzen werden, um zu versuchen, diese Rechte wieder zu beschneiden, zurückzudrängen oder die Menschen an der Ausübung ihrer Rechte zu hindern. Und ganz offensichtlich reicht es ja auch nicht, dass die Bundesregierung von einer internationalen Organisation gerügt wird, dass sie hier völkerrechtswidrig den politischen Streik erschwert. Und genau, bei der Vorbereitung für den Beitrag bin ich auf ein schönes Zitat gestoßen von Detlef Henschen. Das ist der ehemalige Vorsitzende der Industriegewerkschaft Medien gewesen, heute auch ein Teil von Verdi, der gesagt hat, die sozialen Rechte, und damit meinte er, bezog er sich auch auf das Recht auf politischen Streik, genießen so viel Anerkennung und Respekt, wie die Widerständigkeit derer reicht, denen sie zustehen und deren Vorfahren sie einst erkämpft haben. Und tatsächlich ist es auch gar nicht so, dass es in Deutschland keine politischen Streiks mehr gab nach diesem Urteil. Es gibt also widerständiges Potenzial, selbst in Deutschland, selbst in den Gewerkschaften. 1955 zum Beispiel gab es eine ganztägige Arbeitsniederlegung der Stahl- und Bergbauarbeiter. Und dazu hatten DGB, IG Metall und IG Bergbau aufgerufen, um gegen ein Mitbestimmungsergänzungsgesetz, das ihnen irgendwie nicht passte, zu protestieren. Ein anderer, auch Form von politischer Streik, war 1972. Da haben tausende Arbeiter und Arbeiterinnen ihren Arbeitsplatz verlassen, um an Demonstrationen gegen ein Misstrauensvotum gegen Willy Brandt teilzunehmen, die dann wahrscheinlich nicht abends oder am Sonntag stattfanden, sondern während der Zeit, wo die meisten Menschen lohnarbeiten müssen. Und anderes Beispiel wäre 2006, gab es von der EU-Ebene einen Versuch, die Hafenarbeit zu deregulieren und es gab EU-weit Streiks an Häfen und da haben sich auch Hafenarbeiter in Deutschland, in Bremerhaven, Hamburg und Rostock angeschlossen und haben gegen diesen Gesetzesentwurf damit also gestreikt und diese Regelung wurde auch dann zurückgenommen. Wenn man in die Geschichte zurückschaut, gab es politische Streiks unter Bedingungen, die noch viel, viel, viel schwieriger waren als heute oder nach 1950, nach diesem Gesetzesurteil. Ich denke, die meisten hier kennen wahrscheinlich den Generalstreik gegen den Kapp-Putsch 1920, als halt die gerade erst gegründete oder gerade erst errungene Demokratische Republik verteidigt wurde gegen diesen Putschversuch. Wesentlich weniger bekannt ist, dass es auch 1933 in Mössingen in Baden-Württemberg einen politischen Streik gab gegen Hitler. Es war der einzige politische Streik und gegen den deutschen Faschismus, soweit ich weiß, und war leider nicht erfolgreich, wie wir alle wissen. Was auch sehr wenig bekannt ist hier, es gab in den Niederlanden 1941 politische Streiks gegen die Deportation von Jüdinnen und Juden. Und ja, also ich glaube, diese Beispiele, warum ich die bringe, ich will zeigen, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns nicht einschüchtern lassen, wenn es heißt, die deutschen Gewerkschaften werden niemals zum politischen Streik aufrufen. Politischer Streik ist was ganz Kompliziertes und das wird irgendwie ewig dauern oder eben vielleicht nie klappen. Oder wenn es Kollegen und Kolleginnen gibt, die da einfach sofort abwinken und sagen, darüber wollen sie nicht sprechen. Und was auch viele nicht wissen,
2012 gab es schon mal einen Versuch von Gewerkschafterinnen, dieses Thema in Gewerkschaften wieder auf den Tisch zu bringen. Und damals ist es auch gelungen, bei der IGBAU, bei Verdi und bei der GEW an den Gewerkschaftstagen, also an den quasi demokratischen Gremien, Vollversammlungen der Gewerkschaften, Beschlüsse zu verabschieden, dass diese Gewerkschaften sich aktiv dafür einsetzen, dass es Diskussionen geführt werden um den politischen Streik in Gewerkschaften und in der Gesellschaft und sich auch ja, ein Bekenntnis ablegen zum politischen Streik. Und ja, ich denke, das ist ja auch das, was wir jetzt hier machen. Und ich würde deswegen sehr stark dafür plädieren, dass wir diese Diskussion führen und uns das auch trauen und nicht uns zu schnell einschüchtern lassen. Vielen, vielen Dank, Johanna, für deinen sehr informativen Input und auch für deine motivierenden Worte. Und jetzt möchte ich Dimitra auf die Bühne bitten. Sie beteiligt sich auch aktiv beim Frauenstreiknetzwerk in Berlin und bei der Arbeitsgruppe Mobilisierung. Sie ist GW-Mitglied und studiert Politikwissenschaften an der FU Berlin, wo sie sich zurzeit mit Migration, Flucht und Asyl beschäftigt. Genau, und sie wird jetzt einen Input zur Frage der Mobilisierung geben und zur Arbeit an der Basis, Gewerkschaftsbasis auch, und wird auch nochmal die Wichtigkeit eines Streikaufrufs durch die Gewerkschaften betonen und auch aber über die Mobilisierung von Frauen außerhalb des gewerkschaftlichen und betrieblichen Rahmens sprechen. Hallo. Ja, zunächst einmal finde ich es super cool, dass ihr alle hier seid. Ich bin sehr begeistert, wie viele tatsächlich gekommen sind letzten Endes. Und ich hoffe, dass wir wirklich eine ziemlich coole Diskussion und auch eine ja, erfolgreiche einen Weg gemeinsam führen können für den Frauenstreik. Genau, mein kurzer Input basiert quasi auch auf den Worten ein bisschen von Johanna zu dem politischen Streik. Wie ihr jetzt ja, genau erfahren konntet, ist eben die rechtliche Lage in Deutschland ein wenig schwierig, wenn es um politische Streiks geht, weil es eben diese quasi sehr strikte Unterteilung zwischen Arbeitsstreik, arbeitsrechtlichen Streik und politischen Streik gibt, obwohl man da natürlich auch nochmal ja, philosophisch mal diskutieren könnte, inwiefern das verschiedene Dinge tatsächlich sind. Ein legaler feministischer Streik ist insofern, so wie wir ihn eigentlich auch vorhaben, längerfristig und nicht nur am 8. März 2019, sondern eben im besten Fall auch Jahre danach für eine größere Massenmobilisierung, ist eben aktuell nicht möglich aufgrund dieser Rechtslage. Das soll jetzt aber gar nicht demotivierend wirken oder pessimistisch. Es sieht aber eben so aus, dass die Streiks, die eben für bessere Bildung, also konkret unsere Forderungen sprechen, bessere Bildung, mehr Rente, Lohnausgleich, Gender Pay Gap, eben die Abschaffung von Gender Pay Gap oder eben auch die Abschaffung von Hartz IV, also einige Beispiele zu nennen, mit denen wir wahrscheinlich auch alle das anfangen können oder die auch teilweise eben unsere Lebens- und Wohnsituation beeinträchtigen, ist quasi dagegen zu streiken. Und diese wegzustreiken ist etwas problematisch in Deutschland. Denn ein legal ist im Prinzip ein Streik nur dann, wenn es eben konkrete Regelungen beispielsweise betreffend eben Arbeitszeiten, Ruhestand oder Lohnhöhe für die Beschäftigten geht. Das muss wirklich einen ganz konkreten Rahmen von Tarifverhandlungen dann quasi gestreikt werden. Das bedeutet dann eben, dass Streiken darf dann generell nur, wenn von einer Gewerkschaft auch wirklich dazu aufgerufen wird. Jedoch auch ohne Gewerkschaftsmitglied zu sein. Das heißt, wenn ihr in einem Betrieb beschäftigt seid, in einer Gewerkschaft ruft zu dem Streik auch ohne Mitglied zu sein, dürft ihr trotzdem dann auch quasi rechtlich dann geschützt an dem Streik teilnehmen. Ruft aber jedoch eine Gewerkschaft zu einem Streik auf, der keine tariflich regelbaren Ziele verfolgt, was ja im Grunde unsere längerfristigen Ziele auch sind, die sind nicht tariflich regelbar, zumindest nicht in der Form, wie es vorgesehen ist, in diesen sehr eingeschränkten, Regelung, so kann es sich eben unschönen Konsequenzen eben darauf folgend auswirken. Dennoch sind wir sehr optimistisch, was eine Organisierung, eine Mobilisierung angeht, denn ein Streik ist ja immer nur dann erfolgreich, wenn man wirklich die Massen erreicht, wenn wir wirklich auch in der Basis quasi so viele Frauen, für uns im Frauenstreik spezifisch, so viele Menschen, so viele Frauen erreichen, dass sie wirklich einen Unterschied bewirken können.
Und damit meinen wir natürlich nicht nur Hunderte oder Tausende, sondern wirklich so weit wie möglich Hunderttausende Frauen. Millionen, okay. Vielleicht in Hamburg erstmal 100.000 und dann auf jeden Fall Millionen, bin ich auf jeden Fall sehr dafür. Genau, wir wollen ja im Grunde einen spürbaren Unterschied tatsächlich dann bewirken. Und all diese Themen, eben spezifisch, wie gehen wir an diese Mobilisierung heran, welche Formen der Mobilisierung, sei es durch Gewerkschaften oder eben Betriebsräte gibt es, oder auch außerhalb von Gewerkschaften in Betriebsräte, was auch nochmal eine sehr wichtige Frage ist, nämlich alle Frauen, die von gegebenen Wohn- und Lebenssituationen eben betroffen sind, sind auch unabhängig beschäftigt. Und das ist ja der Knackpunkt, dass hier viele eben quasi unsichtbar gemacht werden durch die unbezahlte Sorgearbeit, Erziehungsarbeit, Pflegearbeit, die sie verrichten, die dennoch ein sehr, sehr wichtiger Teil der Gesellschaft und auch der Wirtschaft sind, aber eben dadurch unsichtbar gemacht werden. Und wie wir eben an diese herantreten. Und das war ein Teil der Diskussion und eben der Organisierung beim ersten bundesweiten Vernetzungstreffen des Frauenstreiks, das in Göttingen stattgefunden hat, vom 9. bis zum 10. bis 11. November. Und es gab sehr viele verschiedene Workshops und einer davon war eben der Streik-Workshop. Und da sind wir sehr, sehr tatsächlich motiviert, kämpferisch mit super guten Ideen und super gutem Networking am Ende da herausgegangen. Und die Punkt, also quasi diesen Aspekten haben wir uns dann eben gewidmet inhaltlich. Eben genau, wie es dann mit einem politischen Streik konkret dann umzugehen ist, wie wir trotzdem das dann umsetzen können, also einen politischen Streik aufzurufen und auch unterstützt zu werden, eben auch von Gewerkschaften, weil wir dennoch deren Unterstützung benötigen am Ende. Wichtig ist es eben hierbei, gerade vor dem Hintergrund, dass es sich eben nicht um eine herkömmliche Protestform, sage ich mal, handelt. Wir rufen nicht zu einer herkömmlichen Demonstration oder zu einer Kundgebung aus, sondern eben zu einem Streik. Und da ist dieser Begriff von Streik so wichtig. Es geht ja um auch, na klar, also selbst wenn es im Rahmen von politischen Streik ist, dennoch auch um einen arbeitsrechtlichen Streik. Das heißt, diese konkrete Protestform des Streiks ist ja gekoppelt eben an unsere Forderungen, die unter anderem ja arbeitsrechtlich sind. Insofern ist es nicht ausgeschlossen, dass ein politischer Streik auch ein arbeitsrechtlicher Streik ist. Genau, deswegen ist eben eine großflächige Mobilisierung wirklich vonnöten. Einer der ersten Schritte quasi heranzugehen, ist es eben an die Basis zu kommen. Basis bedeutet, wir reden nicht mit Gewerkschaftsfunktionären in erster Linie oder Gewerkschaftsbürokraten, weil es nicht die sind, an die wir herantreten wollen, nicht die sind, auf die wir uns am Ende des Tages verlassen, sondern eine Gewerkschaft besteht ja... Oh, Entschuldigung. Eine Gewerkschaft besteht letztlich ja eben aus ihren Mitgliedern. Das bedeutet. Genau, und weil eine Gewerkschaft letztlich eben aus ihren Mitgliedern besteht, ist es wichtig, so viele wie möglich innerhalb der Gewerkschaft zu mobilisieren und eben zu diesem Zweck, für diese Forderung, für diesen Massenstreik, den wir eigentlich anstreben, davon zu überzeugen, erstmal überhaupt an sie heranzutreten, was ist dieser Streik, was bedeutet auch Streik, sie davon in Kenntnis zu setzen und eben zu überzeugen, da ja also im Grunde dann halt mitzumachen. Und so auf diese Art und Weise, natürlich nach einer längeren Arbeit oder einem längeren Prozess, der damit verbunden ist, eben aus der Basis heraus diese Forderung zu formulieren in den einzelnen Gewerkschaften, sei es in Gewerkschaften des DGB, also des Deutschen Gewerkschaftsbundes, oder eben auch außerhalb. Das ist etwas problematisch, weil es manchmal schwierig ist, quasi doppelte Mitgliedschaften zu haben, also in den Gewerkschaften des DGB und auch außerhalb. Aber davon eben abgesehen, ist es wirklich wichtig, sich in jeglicher Gewerkschaft, in der ihr aktiv seid, ob DGB-Gewerkschaft oder nicht DGB-Gewerkschaft, auf jeden Fall da an Basis heranzutreten, mit den verschiedenen Frauen zu sprechen, versuchen da quasi Druck aufzubauen durch wirklich gut formulierte, verbalisierte Forderungen. Denn am Ende, das, was also quasi unsere Macht, die wir da haben, auch wirklich als eben Werkzeug uns durchzusetzen, ist der Druck auf die Gewerkschaften selber. Die derzeitige Position der DGB-Gewerkschaften ist eben, weil sie sich an die quasi rechtliche Lage, an die rechtliche Lage orientieren, dass sie den Streik, unseren geplanten Frauenstreik, nicht unterstützen, dass sie den geplanten Frauenstreik auch gar nicht gut finden momentan, aus den eben auch als offensichtlichen Gründen, dass es quasi sich dabei ja nicht um einen Arbeitsstreik handelt, dass sie die Einzigen sind, die dazu offiziell aufrufen können. Und das ist dann aber auch ein bisschen unser Schutzblock. Sie sind die, die dazu aufrufen können. Wir setzen sie so weit unter Druck mit unserer Basisarbeit, und das ist super, super wichtig, dass wir uns alle in irgendeiner Form
einbringen oder auch in anderen, wie gesagt, die Gewerkschaften oder auch nicht die Gewerkschaften und in Betriebsräten, dass wir sie so unter Druck setzen, dass sie letztlich unsere Forderungen innerhalb der Gewerkschaften nachgeben und dem, ja, dem Druck ihnen nachgeben und ebenfalls zum Streik am 8. März aufrufen. Das hat dann nämlich positive Folgen für uns haben, dass sie eben, dass es quasi nicht direkt in die Legalität dann kommt, unser Streik, aber dass wir eben die Unterstützung da haben der großen Bekannten und Gewerkschaften, die auch gewisse Kapazitäten einfach zur Verfügung haben. Und das ist dann auch wichtig vor dem Hintergrund der Langfristigkeit, die wir anstehen. Es soll nicht ein einziger Streik am 8. März 2019 sein, sondern das soll überhaupt erst der erste Schritt sein für eine weitere Mobilisierung, eine Massenmobilisierung in den kommenden Jahren, um tatsächlich dann längerfristig die Verhältnisse auch zu ändern und unsere Forderungen quasi auch umzusetzen. Da in diesem Rahmen gibt es eben verschiedene, also kamen auch Kritikpunkte in unserem Workshop auf, die sehr relevant sind, die wir auch gerne vielleicht später im Plenum auch nochmal ein bisschen ansprechen können und diskutieren können, dass es eben wichtig ist, auch außerhalb der Gewerkschaften zu mobilisieren. Gewerkschaften sind super wichtig, da sind wir uns auch alle einig, da gab es immer einen totalen Konsens, aber was geschieht eben mit den Frauen, wie vorhin erwähnt, die unsichtbar gemachte, nicht bezahlte Sorgearbeit, Pflegearbeit, Erziehungsarbeit leisten, die sind ja auch zum Streik aufgerufen, auf jeden Fall, und wir wollen so inklusiv eben wie möglich in der Hinsicht sein. Also müssen wir auch andere Methoden dann finden, eventuell außerhalb der Gewerkschaften weiterhin zu mobilisieren und an bestimmte Vereine, an bestimmte lokale Gruppen, an unseren Kiezen weiter auch an diese Frauen eben heranzutreten und sich auch mit zum Streik aufzurufen. Das eröffnet dann an dem Punkt dann auch die Frage, was getan werden kann, also welche, sag ich mal, verschiedene Streikformen es gibt. Also im Rahmen eben dieses Streikaufrufs und besonders für Personen, die, sagen wir mal, keinen Kündigungsschutz haben, also da, wenn sie streiken, schnell eben gekündigt werden können und dass sie eben auch in einer anderen Form streiken. Und da gibt es sehr viele verschiedene Varianten, sowas wie eben den Mittagspausenstreik quasi, also dass man in der Mittagspause eine Form des Protests dann trotzdem entweder also als Einzelperson, zu empfehlen ist aber eben kollektiv, also vielleicht mit anderen Kolleginnen und Kollegen, dann innerhalb dieser 20, 30 Minuten, 60 Minuten Pause dann eine kleine so Infoveranstaltung oder Fotoaktion oder sowas veranstaltet, um dann trotzdem auch innerhalb des Betriebs oder auch außerhalb des Betriebs eben aufmerksam zu machen. Und dann, dass nicht als Streik gilt, ist das zum Beispiel auch kein Kündigungsgrund dahinterher. Also es gibt wirklich verschiedene Formen, auch für Schülerinnen, für Studentinnen, für Auszubildende, eben auch im Betrieb Beschäftigte oder auch für Honorarkräfte, sogar für Beamtinnen, aber das ist auch wieder eine andere, rechtlich ja eben eine andere Geschichte. Gibt es verschiedene Formen des Streiks, wenn eben nicht wirklich aktiv dann an diesem Streik, so wie wir ihn vorhaben, direkt teilgenommen werden kann, weil wir auf keinen Fall irgendeine Frau ausschließen wollen. Genau, und das war im Grunde, sind das die wichtigsten Aspekte, also der Mobilisierung zunächst erstmal Gewerkschaften und auch außerhalb von Gewerkschaften und dass wir Methoden und einfach Strategien irgendwie auch weiterhin entwickeln müssen, da am Ball zu bleiben für eine längerfristige Massenmobilisierung, die eben so niedrigschwellig wie möglich auch formuliert ist und auch eventuell in anderen Sprachen übersetzt, um da eben an viele Frauen heranzukommen. Denn nur so, also quasi in der Masse, können wir wirklich einen Unterschied bewirken, da ja bereits erwähnt wurde, dass oft in Deutschland eben in einzelnen Fällen einzelne Richter und Richterinnen eben vor Gericht dann quasi prüfen, ob das jetzt irgendwie im Streikkontext dann irgendwie, wie das arbeitsrechtlich aussieht und dass wir da auch längerfristig tatsächlich, was das deutsche Streikrecht angeht, sehr optimistisch gesprochen einen Unterschied bewirken können. Insofern, vor dem Hintergrund der vergangenen Erfahrungen, auch mit Streiks und auch mit eben Massenmobilisierung und Unterdrucksetzung und besonders Gewerkschaften unter Druck setzen, sind wir sehr optimistisch und rufen weiterhin auf jeden Fall zum Fragenstreik auf und freuen uns über jegliche Beteiligung eben für die weitere Mobilisierung bundesweit. Okay.
Vielen Dank, Dimitra. Daran anschließend würde ich gerne jetzt noch eine kleine Anekdote von dem bundesweiten Treffen in Göttingen erzählen, die ich auch sehr motivierend gefunden habe. Und zwar war auch eine Genossin aus dem spanischen Staat da. Ihr wisst, am 8. März gab es einen großen Frauenstreik dort und letztendlich waren 6 Millionen Menschen auf der Straße. Und sie hat gesagt, Julia hieß sie, sie wollte nochmal betonen, dass nicht die Gewerkschaften zum Streik aufgerufen haben. Sie hat gesagt, die Frauenbewegung hat zum Streik aufgerufen und hat dadurch die Gewerkschaften so unter Druck gesetzt, dass sie nachziehen mussten und letztendlich dann auch aufgerufen haben. So, und dann freue ich mich jetzt sehr, dass wir eine aktuell tatsächlich Streikende hier haben, und zwar Susanne. Ja, also jetzt schon mal einen riesigen Applaus. An der Charité wird mal wieder gestreikt. Sie hat sich nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahren. Charité Facility Management hat schon gestreikt, auch Vivantes. Und jetzt ist die outgesourcete Tochterfirma der Charité Physiotherapie und Präventionszentrum dran. Und gestern war der 4. Warnstreiktag. Genau, Susanne. Wir freuen uns, dass du uns jetzt vom Streik berichtest. Ja, hallo. Ich wurde praktisch, danke für die Einladung, ich wurde praktisch direkt vom Streiktag weg hier eingeladen gestern. Ich bin nicht gut vorbereitet. Einer unserer Slogans lautete, weil man uns die Kohle klaut, sind wir hier und wir sind laut. Ich war sehr laut und auf der Strecke ist irgendwo meine Stimme geblieben. Bin also nicht erkältet, ich war nur böse. Okay, dem Slogan wird schon klar, worum es in unserem Kampf oder in unserem Streik geht. Es ist also ein klassischer Arbeitskampf, Tarifauseinandersetzung nach dem Grundgesetz legal in Deutschland. Vielleicht erzähle ich kurz, wer wir sind, die wir da streiken und was uns da nicht passt. Also ich bin Susanne, ich bin Physiotherapeutin und bin seit 18 Jahren ziemlich genau an der Charité angestellt. Die Charité als öffentliches Krankenhaus, als Landesbesitz ist, unterliegt dem TVG, dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Und ich bekomme auch Tarif. Und habe da schön gearbeitet. Und im Jahr 2008 hat die Charité beschlossen, die Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und die Masseure jetzt mal rauszunehmen aus dem Krankenhausbetrieb. Mit der Begründung, wir würden nicht zum Kernbereich der Krankenversorgung gehören. Und haben uns praktisch in eine 100%ige Tochter outgesourced, befrachtet. Das war damals üblich, also wir waren in guter Gesellschaft. Es gibt sehr viele Töchter, die Charité hatten, wir waren eine davon. Und es war nicht etwa gemacht, wie sie uns gesagt haben, um diese Gesellschaft, diese physiotherapeutische Abteilung jetzt schlagkräftiger, innovativer und toller in den Bedingungen herzumachen. Das Ziel war tatsächlich, und so ist es, einzig und allein aus dem Tarifvertrag aussteigen zu können und massives Lohndumping zu betreiben. Und ich will das Geld eigentlich nicht so in den Vordergrund stellen, aber um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, um was es da geht. Wir Alten, ich sage jetzt mal, wir Alten mit den Altverträgen wurden in diese Tochter gestellt und bekommen weiterhin Tariflohn. Das Einstiegsgehalt damals eines Therapeuten nach Tariflohn war ungefähr 2,6 brutto. Die neu eingestellten Menschen, die jetzt in diese Tochter direkt gingen, bekamen ungefähr 1.600 brutto als Vollkraft 40 Stunden. Das sind echt 1.000 Euro brutto Unterschied. Gut. Wir waren ziemlich paralysiert und zum Anfang ja wenig neue, schlecht bezahlte Menschen und viele alte, noch relativ gut bezahlte Menschen. Deshalb hat sie in der Anfangsphase überhaupt nicht viel getan. Das hat eine Weile gedauert, bis immer mehr schlecht bezahlte junge Menschen vor allem in diese Firma kamen und irgendwann gedacht haben, na nü. Ja, nach ungefähr 8 Jahren war das Einstiegsgehalt etwas geklettert, auch zum Schluss 1.900 brutto. Wir nach Tarif sind aber auch geklettert, auch nach Arbeitskämpfen und hatten immer noch mindestens 1.000 Euro mehr. Es hatte sich also nicht wirklich was getan. Warum soll ich arbeiten in dieser Firma?
für dieses Gehalt während neben mir Menschen arbeiten, mit derselben Arbeit, mit weniger Stundenzahlen, mit mehr Urlaub, mit Weihnachtsgeld etc. pp. Warum sollte ich das dulden? Ja, und haben sich gedacht, gleiche Arbeit für gleichen Lohn, egal wen es betrifft, Töchter, uns Gestellte, wie wir heißen, die Tochter Gestellte, Mann, Frau, sollte gelten, dass man gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommt. Und deshalb haben wir endlich angefangen, uns dann zu organisieren. Wir haben zunächst einen Betriebsrat gegründet, das war vor 3 Jahren, und dann ging es relativ schnell, dass wir mit Hilfe des Betriebsrates uns dann auch gewerkschaftlich organisiert haben. Und es hat ungefähr 3 Jahre gedauert, bis wir einen Organisationsgrad hatten, der uns dann einigermaßen schlagkräftig gemacht hat, sodass wir dann tatsächlich in diesen Arbeitskampf gehen konnten, beziehungsweise erstmal eine Tarifverhandlung mit dem Arbeitgeber. Das Spannende an der Sache ist, dass noch bevor die erste Tarifverhandlung überhaupt war, also von Streik oder Kampf war noch gar nicht die Rede, der Arbeitgeber auf einmal gemerkt hat, dass er die Leute gar nicht so gut bezahlt. Und er hat dann praktisch, nachdem er also 9 Jahre für 300 Euro gebraucht hat in der Anlegung, auf einen Schlag das Einstiegsgehalt um 400, von einem Tag auf den anderen, um 400 Euro nochmal angehoben. Das heißt, aktuell ist das Einstiegsgehalt bei 2400 Euro. Das zeigte uns, dass schon allein die Androhung von Widerstand dem Arbeitgeber schon mal motiviert hat, die Herangehensweise etwas zu verändern. Das hat den Leuten aber zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr gereicht, die waren sauer. Und deshalb sind wir in diese Verhandlungen gegangen und nach 5 Verhandlungsrunden war klar, der Arbeitgeber bewegt sich ein bisschen, aber das, was wir wollen, nämlich der TVÖD mit altem und dran, auch mit dem Mantel, der einen Schutz von den Arbeitsbedingungen hat, den möchte er uns nicht geben. Das ist irgendwie nicht finanzierbar. Und so sind wir dann im Streik gelandet, Gott sei Dank. Das war für mich immer die Motivation, als ich in diesen Betriebsrat ging, weil ich wusste, dass man diesen Leuten das nicht anders aus dem Kreuz leiert, als letzten Endes dafür auf die Straße zu gehen. Das ist meines Erachtens die einzige Stimme, die sie verstehen, weil ich als einer der Alten, die immer schon wusste, wie es mal war, im Gegensatz zu denen, die neu kamen und dachten, so läuft das nun mal, habe versucht, viel zu reden mit dem Pflegepersonal, mit den Ärzten, mit den Leuten, mit denen ich seit Ewigkeiten zusammenarbeite, mit denen wir uns auch ach, ist ja tragisch, ja, schön. Als wir jetzt gefehlt haben, es waren nur 4 Tage, haben die auf einmal gemerkt, die fehlen ja wirklich. Die haben auf einmal gemerkt, wer wir sind, wie wichtig wir sind und dass es total komisch ist, wenn man nicht da ist. Das heißt, diese allein 4 Tage Warnstreik, das war noch nicht mal irgendwas Traumatisches, haben gezeigt, es gibt uns, wir sind wer und wir können uns wehren. Und das ist es, egal ob es ein Arbeitskampf ist oder ein, sagt man, nicht ganz legaler politischer in Deutschland Streik, was ich auch eine Katastrophe finde. Im Endeffekt geht es im Streik darum, zum einen darum gesehen zu werden und ja, gesehen zu werden. Gut, unser zur Info noch kurz, der Warnstreik ist jetzt erstmal beendet. Wir haben einen kurzen Abstand in 4 Tagen Streik, einmal an einem Montag, um mal kurz aufzuzucken. Dann haben wir den Arbeitgeber ein bisschen in Ruhe gewiegt und dann 10 Tage später nochmal 3 Tage am Stück zu streiken, von Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Und ja, heute ist Mittwoch. Wir arbeiten wieder, demnächst ist die nächste Tarifrunde. Er wird dem nicht zustimmen, das ist ganz klar, weil sie dann gucken, ob unsere Power ausreicht. Und ich prognostiziere mal, dass es vielleicht auch dann demnächst einen unbefristeten Streik der Therapeutinnen und Therapeuten dort geben wird. Ich hoffe es sehr, weil ich denke, es ist einfach wichtig, dass man seine Sachen, dass man darum weiß und dass man das auch durchsetzt. Und als letztes Wort würde ich noch sagen, es war für uns ein Novum, die meisten haben noch nicht gestreikt, ich weiß nicht, ob Therapeuten überhaupt schon mal irgendwie gestreikt haben. Was für uns ganz wichtig war, als Streikanfängerinnen und Anfänger war, zu erfahren, dass wir eben nicht nur diese kleine CPPZ sind, die versuchen jetzt irgendwas für sich zu verbessern, sondern über diese Grußbotschaften anderer Menschen, das haben wir auch erfahren, über Leute, die uns unterstützt haben, die vor Ort waren und von ihren eigenen Erfahrungen geschildert haben, die BVG zum Beispiel war da, Botanischer Garten, Technikmuseum, also von vielen Töchtern des Landes Berlins haben wir Unterstützung bekommen. Haben wir gemerkt, wir sind nicht allein. Es ist unglaublich wichtig, sich zu vernetzen und nicht nur um einfach zu merken, wir sind nicht allein, sondern auch deren Erfahrungen zu nutzen. Und das hatten wir auch schon vor dem Streik gemacht, nämlich uns politisch vernetzt in bestimmten verschiedenen Strukturen, nicht nur gewerkschaftlich organisierte, sondern auch Einzelpersonen, die sich zusammengeschlossen haben, um die Dinge von unten zu verändern. Und diese Vernetzung ist unglaublich wichtig. Und ich glaube, dass ich deshalb nur so spontan gesagt habe, ich komme heute,
weil ich das selber erfahren habe und dachte, okay, wenn ich irgendwas weitergeben kann, dann mache ich das mal hier. Das ist mein Schlusswort. Danke, Susanne, ihr seid wirklich Heldinnen und danke, dass du uns von diesem Streik berichtet hast. Der Frauenstreik solidarisiert sich absolut mit euch und wer später gerne noch mehr wissen will, wir haben hier auch so ein Flugblatt dabei, was ihr euch dann noch mitnehmen könnt. Und ja, jetzt darf ich meine Genossin und Freundin Mina Kani auf die Bühne bitten. Sie ist iranische Publizistin und Feministin und wird uns über die aktuellen Proteste und Streiks im Iran berichten. Ich wollte ja sagen, die Migrantin nimmt auch ihren Stuhl selber mit. Ich werde jetzt hier nicht sein. Okay. Ja, also erstmal, ich freue mich sehr riesig über so viele Teilnehmende hier. Habe ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht, obwohl ich auch von Göttingen gehört habe. Ich war in London, ich wollte teilnehmen, aber ich war nicht hier. Zweitens, also diese Diskussion über politische Streik, ich habe gesagt, ich werde zynisch sein. Das ist aber so ein bisschen deutsche Mentalität. Das ist, dürfen wir das sagen, dürfen wir das machen? Man fragt nicht, wenn man kämpfen will, erstmal. So, ich könnte ein bisschen weiter kürzen, ich brauche hier mein Handy, ich bin voll. Erstmal über die jetzige Situation im Iran, also um über die jetzige Situation im Iran zu sprechen, muss ich auch ein bisschen Hintergrund. Ja, mein Handy spinnt und macht mich fertig. Ich glaube, es ist gut, es gibt eine Pause für die Diskussion. Ja. Nee, also ich wollte das hier kurz was vorlesen, also von einem Artikel von mir selber, was ich selber geschrieben hatte, aber ist auch egal, kann ich ja auch selber so sagen, habe ich ja selber geschrieben. man muss ja erstmal sich dabei Gedanken machen, ich komme ja aus dem Iran, aus dem Land, kann man sagen, wo fast alles illegal ist. So, und das hat ja eine Geschichte, also wir hatten 1979 eine Revolution gehabt, wo es auch eine große Streik gegeben hat von Arbeiterinnen und wo marxistische Organisationen dabei eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, genauso wie die Frauen. Und dann, es kam aber zur Machtergreifung von Khomeini. Die Hintergründe sind sehr komplex, darauf werde ich nicht eingehen. Direkt darauf gab es einen Krieg, Irak hat den Iran überfallen. Es gab einen 8 Jahre Krieg, wo Deutschland auch mitbeteiligt war und an beider Seiten Waffen geliefert hat. So, und darüber hinaus, also in diese 8 Jahre Krieg wurde fast alles illegalisiert. Khomeini hat sehr schnell zu der Zwangsverschleierung der Frauen aufgerufen, was heißt aufgerufen, befohlen. Die Frauen waren die erste quasi Gruppierungen, die nach der Machtergreifung von Khomeini von der Situation betroffen waren. Die haben sich auch als erste quasi dagegen gestellt und haben Widerstand geleistet. Ihre Parole war damals, wir haben nicht revoltiert, um zurückzukehren. Und sie wurden aber dabei irgendwie allein gelassen und die Situation, 8 Jahre Krieg, wie ich mal gesagt habe. Darüber hinaus gab es ja auch nicht nur diese ganzen Angriffe an Frauenrechte und so weiter und so fort, wie Familienschutz, was auch abgeschrieben wurde, sondern auch Illegalisierung der marxistischen Organisation, so eine Art Kulturrevolution, wo akademische Räume 2 Jahre lang während des Krieges geschlossen wurden, wo man gesäubert hat, ethnische Unterdrückung, Spaltung der religiösen Spaltungen, unterschiedlichen und so weiter und so fort. Ja, und jetzt, in der Zeit wurde auch die Arbeit, also die Gewerkschaften wurden auch illegalisiert. Khomeini hat ja selber eine Revolution mitgeführt und wusste, was für eine Macht die Arbeiterinnen haben, was für eine Macht auch die Frauen haben
Und diese zwei krasse Angriffe an diese Grundrechte hatte ja für ihn auch irgendwie Sinn gemacht. So, 2004, 2005 hat ja, also es gab ja immer wieder Widerstand der Frauen. Wie gesagt, es ist ja nicht so, dass das Khomeini befohlen hat, Frauen mussten sich zwangsverschleiern und Frauen gesagt haben, ja, machen wir. So, sie haben 3 Jahre lang Widerstand geleistet. Sie haben 3 Jahre lang das immer wieder das abgebrochen und immer mal wurde halt schwierig. Seit 2004/2005 gibt es halt eine Bewegung, eine existierende quasi Bewegung der Arbeiterinnen im Iran. Frauenbewegung hat schon immer gegeben, Widerstand hat schon immer gegeben, aber im Zuge der Neoliberalisierung des Irans wurde die wirtschaftliche Lage im Iran sehr schlecht, wo eigentlich Khomeini halt auch quasi durch die Sabotage der Revolution die ganze Zeit versprochen hat, die wirtschaftliche Lage der Iran zu verbessern nach der Revolution. Nach dem Krieg hat ja im Iran begonnen, neoliberale Politik sehr brutal, sehr aggressiv durchzusetzen. Und seitdem gibt es auch Widerstand dagegen. Und immer mal haben die Arbeiterinnen gemerkt, okay, ohne das Thema, wieso haben wir kein Recht auf Gewerkschaften und wieso dürfen wir nicht streiken, ohne dass wir das Thema thematisieren, können wir keinen Kampf anfangen. Wieso sage ich das? Weil ich will sagen, genau das, was verboten ist, kann man ja zur Forderung des Kampfes halt auch machen. Und bei dem Kampf die ganze Zeit mitnehmen, drumherum mobilisieren und politisieren. Das ist tatsächlich geschehen. Wir haben jetzt 2018 und ich meine, die Kollegin von mir aus dem Iran, die ich noch nicht mal kenne, so, und man muss sich mal vorstellen, die Leute haben Angst, ihr Gesicht zu zeigen, weil es für sie krasse Konsequenzen hat. Und wir diskutieren hier in Deutschland darüber, ob wir es dürfen oder nicht. Das ist halt, wie gesagt, ich werde zynisch sein, aber das ist halt auch so ein bisschen, ich glaube, solange wir diese Mentalität nicht hinterfragt haben in Deutschland, werden wir auch nicht weiterkommen. Die aktuelle Lage, es ist wirklich sehr schwierig, das kurz zu fassen. Seit, ich glaube, viele haben vielleicht zumindest von den Massenprotesten Anfang 2018 was gehört. Davor gab es schon ein Jahr lang Streiks von Haftape, die größte Rohzuckerfabrik des Landes im Südiran. Aber auch nicht nur Haftape, in anderen Fabriken gab es auch Streiks. Es ist auch vielleicht wichtig zu betonen, diese Streiks haben auch nach dem Atomdeal mit dem Iran wurde zugenommen, wurde nicht weniger, weil die wirtschaftliche Lage nach diesem Atomdeal nicht verbessert wurde, weil also es ist ein Dilemma. Einerseits sind die Sanktionen natürlich eine sehr krasse Politik, andererseits diese ganze Atomabkommen wurde darauf basiert, dass Deutschland und europäische Länder halt irgendwelche Verträge abgeschlossen haben im Iran, wo man dafür halt billige Arbeitskraft braucht, die halt auch konkurriert mit Bangladesch oder was weiß ich was. Auf jeden Fall, die Situation wurde verschlechtert. Darüber hinaus gab es auch mehr Streiks nach dem Atomdeal. Und seit 2018 hatten wir mit großen Massenprotesten zu tun. Im Laufe bei diesen Massenprotesten hat die Fabrik Haftab hat sich radikalisiert, hat mit der Selbstverwaltung der Fabrik gedroht quasi. Und ich meine, ich habe ein paar Videos von Reden, diese Arbeiterinnen auf Deutsch versucht zu übersetzen. Alleine der Ton macht das aus. Also sie sagen nicht, bitte gebt uns unsere Rechte so. Sie sagen, wenn ihr bis Freitag das, was wir fordern, wenn wir unsere Forderungen nicht nachgegangen seid, dann verwalten wir die Fabrik selbst. So. Und jetzt ist es so weit gekommen, dass sie mit
mit der Gründung der Arbeiterinnen- und Volksräten halt auch, also da, also schon davon sprechen. Wir haben auch damit begonnen. Es gab eine zwei Welle der Lehrerinnen Streiks, wo bei der ersten Welle über 1 Million von Lehrerinnen im Iran gestreikt haben, wo Studentinnen und Schülerinnen sich angeschlossen haben, sich solidarisiert haben. Im Moment gibt es seit 15 Tagen in Haftarpeh wieder Streiks und seitdem sie halt auch mit der Selbstverwaltung der Fabrik und mit der Gründung der Arbeiter- und Volksräten halt quasi angedroht haben, ist die Repression noch härter geworden. Die Delegierten Arbeiterinnen von Haftarpeh, wo sie auch selber gewählt haben. Also die haben nicht gewartet, okay, wir wollen hier Wahlen, dürfen wir das machen? Nein, die haben einfach das organisiert und die Delegierten von Arbeiterinnen von Haftarpeh wurden vorgestern alle zusammen mit einer Journalistin festgenommen bei einem Protest, die sie selbst in der Stadt Schuch, wo Haftarpeh liegt, mobilisiert haben. Und seit ein paar Wochen gibt es auch gegenseitige Solidarisierung der Arbeiterinnen im Iran. Zum Beispiel die Lehrerinnen solidarisieren sich ganz klar, ganz deutlich mit Haftarpeh. Haftarpeh solidarisiert sich mit Lehrerinnen. Die Busfahrerinnen-Gewerkschaft, die erste Gewerkschaft, selbst gegründete unabhängige Gewerkschaft ist nach der Illegalisierung der Gewerkschaften, die hat sich mit allen diesen Kämpfen solidarisiert. Die Arbeiterin von Fulat, also eine Stahlfabrik in Ahvaz, in der Nähe von Haftarpeh, die haben sich auch, also die haben auch mobilisiert, die Stadt mobilisiert für die Freilassung der Delegierten. Ich glaube, 10 davon wurden schon gestern freigelassen. Die Figuren der Arbeiterinnenbewegung, also die erste Figur, würde ich mal sagen, kommt hier auch momentan aus Haftarpeh, ist ja einer von Haftarpeh, Ismail Bakhshi. Der war die Person, die zum ersten Mal von der Selbstverwaltung der Fabrik gesprochen hat. Der war auch die Person, die zum ersten Mal vor der Kamera von Arbeitsräten und so weiter und so fort gesprochen hat. Und jetzt kommen wir zum Thema Frauen. Die Arbeiterschaft im Iran, die sich gerade halt auch die ganze Zeit im Streik ist, jetzt abgesehen von Lehrerinnen, die waren sehr männlich, weil es gibt ja diese Trennung Männer, Frauen und so weiter und so fort. Und Frauen und Frauenkämpfe wurden ja auch sehr krass marginalisiert im Iran. Durch die Offensive der Arbeiterinnenbewegung im Iran hat sich die Frauenbewegung auch jetzt radikalisiert. Anfang 2018 gab es ja das Phänomen Töchter der Revolutionsstraße, Frauen, die auf der Straße einfach die Kopftücher weggemacht haben und so lange stehen geblieben sind, bis die Polizei sie festgenommen hat. 15 oder 20 davon wurden schon mal festgenommen. Sie sind ja auch alle erst auf Kaution freigelassen und so weiter und so fort. Und jetzt in Haftarpeh sieht man auch eine Mutter, ich wollte das auch gerade vorlesen. Eine Mutter von diesen Inhaftierten hat schon heute gesagt, wenn sie bis morgen unsere Söhne nicht freilassen, ich werde mit euch, zusammen mit euch, die Autobahn sperren. So, das ist die Sprache der Und ich will sagen, das ist die Sprache des Kampfes. Also die ganze, diese ganze Debatten darüber, ob man politisch streiken darf, ob überhaupt, also gibt es eine Ökonomie ohne Politik oder also kann man trennen, das sind so Diskussionen, kann man auch innerhalb Unis und so weiter und so fort so lange Zeit nehmen und darüber diskutieren. In der Praxis weiß man schon, dass es eng miteinander verknüpft wird, wir eben leben das und wir brauchen nicht diese dummen Fragen immer wieder zu stellen, wir brauchen Antworten dafür. So, und ich glaube, ich habe schon zu viel gesprochen. Ja, danke Nina. So, nee, das ist lauter, gell? Danke Nina, danke an alle Rednerinnen. Wir werden jetzt die Präsentation.
Anmerkungen waren, Vorschläge, was wir bei der Resolution noch ändern sollten. Genau. Die Resolution ist auf jeden Fall ein guter erster Schritt, um mehr zu fordern und zu bestimmen und weniger um zu bitten. Diese Streikversammlung soll auch als entscheidungstragendes Gremium, ja, Gremium ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber der Ort sein, wo die Entscheidungen getroffen werden, basisdemokratisch und transparent. Und genau, ich werde jetzt einfach mal kurz vorlesen und dann seid ihr dran. Ist das groß genug? Ja, da kommt ein wenig größer, weil sonst. Ich versuche mit zu scrollen. Okay, gut. Resolution der Berliner Streikversammlung. Da unsere Forderungen nach materieller und gesellschaftlicher Gleichberechtigung seit dem letzten Frauenstreik 1994 in Deutschland nicht erfüllt wurden, treten wir kommendes Jahr am Internationalen Frauenkampftag erneut in den Streik. In unserem Aufruf, der bei einem bundesweiten Treffen am 10. und 11. November in Göttingen beschlossen wurde, steht: Ständig werden wir diskriminiert, unterdrückt und ausgebeutet. Wir werden tagtäglich mit verletzenden Witzen, Kommentaren, Übergriffen und körperlicher Gewalt klein gemacht. Unsere Arbeit wird gering geschätzt und noch immer verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt 22% weniger als Männer. Wir werden diese Ungerechtigkeiten nicht länger hinnehmen. Bei unserer öffentlichen Streikversammlung im Aquarium haben wir per Abstimmung basisdemokratisch entschieden, dass die Gewerkschaften, Abstimmung kommt dann noch, falls noch Änderungen geben sollen, falls wir noch Änderungen aufnehmen sollen, genau. Aber das ist schon gut so für den weiteren Verlauf, dass es das zur Seite geht, dass die Gewerkschaften in Deutschland am 8. März zum Streik aufrufen und ihre Mitglieder mobilisieren sollen. Wir fordern, und dann haben wir ein paar Forderungen, die auch in unserem Streikaufruf stehen, aufgenommen: die Abschaffung der Abtreibungsparagrafen 218 und 219a. Die Erhöhung, ja. Das ist ein Thema, was echt unfassbar ist, was viele auch nicht wissen, dass eben Abtreibung in Deutschland immer noch illegal ist, aber nur unter bestimmten Umständen straffrei und Frauen somit weiterhin krass kriminalisiert werden. Ihr habt ja bestimmt auch die ganzen Debatten um 219a mitbekommen, dass der Zugang, unser Zugang zu Informationen auch eingeschränkt wird. Ein Grundrecht, der Zugang zu Informationen, der uns verwehrt wird durch solche Paragraphen. Dann die Erhöhung unserer Löhne und gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Eine kostenlose Kinderbetreuung, Bildung und Gesundheitsversorgung, ein Ende der deutschen Rüstungsexporte, den sofortigen Stopp von Abschiebungen und Lagerunterbringungen. Und hier mein Glückwunsch. Genau, und hier haben wir nochmal mit dem Sternchen erklärt, was wir mit Frauen meinen. Genau, so, jetzt seid ihr gefragt, wenn ihr euch auch direkt an einzelne der Rednerinnen richten wollt, könnt ihr auch nochmal Fragen stellen, Kritik äußern, Anmerkungen. Ich würde dann einfach kurz das Mikro nehmen, ja.